Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Shankara ist aus dem Urlaub zurückgekommen. Wie schön. Hey, grüß dich. Mitten im Wald, wie schön, dich zu sehen. Ganz, ganz toll. Shankara, gibt es ein Lied für uns? Darf ich dich? Ja, es könnte ein Lied geben, und zwar Jaya Jagarambe hätte ich für heute vorbereitet. Wenn es reinpasst, muss nicht, darf aber gerne. Du, dich packen wir doch immer gerne mit rein und das kriegen wir hin. Ganz, ganz lieben Dank und wie schön, dass du da bist, dass ja dein Lied uns bereichert. Ich würde mal sagen, dann zum Schluss, denn ich habe hier schon so ein bisschen was zusammengestellt, aber dich packen wir immer mit rein. Sehr, sehr gerne. Ja, herzlich willkommen bei eurer Auszeit. Und wir haben heute ein Thema hier auf dem Schirm, das sicherlich sehr vorbelastet ist und ist aber unser aktuelles zentrales Thema gerade, wo wir gerade sind, das vierte zentrale Thema. Und zwar ist es die Sünde. Und immer wenn ich mit den Menschen über Sünde spreche, dann merke ich, dass so ein bisschen die Upper Lip, ja, so ein bisschen, Sünde, brauche ich nicht, will ich nicht. Shankara, du bist noch laut gestellt. So kurze Anmerkung. Dankeschön. Ich höre nämlich dich noch klappern. Das Thema Sünde ist nicht so beliebt und es steht ja auch für eine, ja, ich sag mal, dunkle Zeit. Es war die Zeit der alten Kirchenmänner, die noch verurteilt haben, die den Menschen per se als Sünder sahen. Gott, der uns alle als Sünder verurteilt hat, bewertet hat. Sünde ist für mich so was Dunkles, so was Verurteilendes. Und ich hatte auch immer zum Thema Sünde ein sehr angespanntes Verhältnis, bis ich mich wirklich mal hier in einen Kurs in Wundern mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und wir stehen ja jetzt an einer neuen Zeit. Es beginnt ja die Zeit des Lichts. Das Ego bäumt sich nochmal in seiner ganzen Hässlichkeit auf. Und man sieht das an vielen Orten auch, wo das Ego-Denksystem nochmal richtig kraftvoll jetzt seine Muskeln spielen lässt. Aber demgegenüber steht schon das Licht, die Liebe, die Leichtigkeit, die Lust auf Frieden. Und ich spüre auch, die Menschen sind müde von diesen ewigen Kriegsgeschichten, von Blutvergießen, von Toten. Und ich spüre auch in den Gesprächen, die ich mit den Menschen führe, wir sollten uns auf das konzentrieren, was uns verbindet, nämlich die Liebe und das Lichtvolle, die Sehnsucht nach Frieden und nicht auf das, was uns trennt. Und die ganze Menschheit, wenn wir sagen, es sind Menschen, ist ja auch aufgefordert, jetzt zu erkennen, dass es hier weder um Hautfarben noch um sexuelle Orientierungen geht, noch Mann, Frau, noch irgendwelche Religionen, sondern es geht darum zu erkennen, wir sind ein Geist der Liebe. Und wir können uns hier noch lange abschlachten in diesem Drehbuch, in diesem Kinofilm, der auf unserer Leinwand zu sehen ist. Wir können uns noch mal X Jahrhunderte Schlachten, Kriege, Blutvergießen gönnen. Oder wir erkennen relativ zügig, dass jetzt eine neue Generation des Denkens dran ist, nämlich Vergebung und diese Rückerinnerung, wer sind wir denn? Wir sind Geist der Liebe verbunden mit unserer Quelle. Und das hat nichts mit menschengemachten Religionen zu tun. Und wenn wir heute über das Thema Sünde sprechen, dann ganz anders. Denn auch hier wird diesem Buch Ein Kurs in Wundern oft Unrecht getan. Es wird religiös eingefärbt, in eine Ecke geschoben, in die es nicht gehört. Und nach mehr als 20 Jahren mit diesem Buch ist mir klar geworden, Sünde
wird hier niemals so gemeint, wie es in den Religionen uns verkauft wurde. Wir waren nie Sünder, wir sind keine Sünder, wir müssen nichts beichten, wir sind vollkommen unschuldig, frei von jeder Schuld, wir sind Licht. Und das möchte ich heute mit euch kommunizieren. Es ist ein herausforderndes Thema, aber ja, wir gehören jetzt in dieses neue Zeitalter, um sich darauf zu konzentrieren, auf die Liebe, auf den Frieden, auf das Gemeinsame und nicht auf das neue Mauern bauen, Grenzen ziehen, das ist meins, das ist deins. Und das wollen wir heute auch erörtern. Ich beginne, ihr könnt euch zurücklehnen, es geht in dieser Geistesschule um Klarheit, um die Auflösung. Was ist denn dieser Begriff Sünder? Was ist damit gemeint? Um endlich diese alten Bilder, da ist ein richtender, ein strafender Gott in irgendeiner Himmelszelle, der da seinen strafenden Finger erhebt über die kleinen bösen Menschen. Das möchte ich gerne mit euch heute Abend auflösen. Und ich beginne mit der Lektion 247 und wir werden uns durcharbeiten durch das Thema Sünde bis zur aktuellen Lektion. Es ist keine Satsangreise, es ist einfach mal ein Lauschen. Euren geheilten Heiligen Geist öffnen und sagen, Heiliger Geist, bitte sage mir, ist das die Wahrheit und möchte ich das so sehen? Bestimmt kommen auch noch alte, eingebrannte Bilder, religiöse Konditionierungen in euch hoch. Dann schaut einfach mal, wo hat euch die Erziehung, die geträumte Erziehung zu Sündern gemacht? Und was sagt euer heiliger, geheilter Geist zu diesen Worten aus dem Buch Ein Kurs in Wundern? Sünde ist das Symbol des Angriffs. Erblicke Sünde irgendwo und du wirst leiden. Vergebung ist das einzige Mittel, durch welches die Schau Christi zu mir, zu dir kommt. Mir ist auch ganz wichtig nochmal, dass ihr reflektiert, was Vergebung ist. Also es ist nicht diese Vergebung aus dem Ego-Denksystem, naja, der oder die hat mir irgendwas angetan, okay, ich brauche jetzt hier noch 3 Wochen und dann kann ich ihr vergeben und dann ist alles gut. Das ist die Sicht der getrennten Körper, das ist die urteilende Sicht. Vergebung heißt, ich bin hier, träume einen Traum, mein Geist, mein abgespaltener Geist, der auf diese kleine Wahnidee reingefallen ist, wie ein Kurs in Wundern beschreibt. Probier's doch einfach mal ohne Gott, versuch's einfach mal ohne Liebe. Du bist doch stark genug. Du brauchst doch Gott gar nicht. Das war ein Traum und ein Teil unseres Geistes hat sich drauf eingelassen. Und damit war das Urteil, das erste Urteilen, das sich abteilen aus der göttlichen Liebe, geschaffen. Es ist nur ein Traum. Niemals kann sich ein Geist aus der göttlichen Liebe herausteilen, aber diesen Traum träumen wir jetzt. Und die Vergebung bietet uns alles, was wir wollen. Es ist der Weg zurück zu glücklich sein, zufrieden sein, hilfsbereit sein, dankbar sein und mit sich und allem in Frieden sein. Denn diese Wahrheit, ich träume, mein Geist träumt, mein Geist erträumt dieses Drehbuch, mein Geist erträumt auch diese Welt
Und vor kurzem haben wir ja noch die Welt erklärt. Das war das letzte zentrale Thema. Die Welt ist falsche Wahrnehmung. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle, Gott, nicht verlassen. Die Welt wird nicht länger bleiben, als der Gedanke, der sie gebar, gehegt wird. Solange du überzeugt davon bist, dass du ein Körper bist, dass du eine Person bist, dass diese Welt hier so stattfindet, wie deine Sinne, deine Körpersinne sie wahrnehmen, so lange kannst du nicht Vergebung leben. Und Vergebung heißt, ich bin frei von Schuld, es ist nichts passiert und der andere, der de facto andere, ist genauso unschuldig. Ich sehe keine Körper mehr, ich sehe nur das göttliche Licht dahinter. Ich lasse mich von Körpern und Formen nicht mehr irreleiten. Es ist nichts geschehen. Es war ja nur ein Traum. So ist Vergebung hier gemeint. Das nochmal, bevor wir zum Thema Sünde kommen. Sünde ist das Symbol des Angriffs. Erblicke Sünde irgendwo und ich werde leiden. Du wirst leiden, wenn du irgendwo Sünde wahrnimmst. Vergebung ist das einzige Mittel, durch welches die Schau Christi, ich sehe keine Körper mehr, ich sehe in allem nur das göttliche Licht, zu dir kommt. Lass mich akzeptieren, was seine Sicht, die göttliche Sicht, mir als die simple Wahrheit zeigt. Dann bin ich vollständig geheilt. So möchte ich auf jeden heute schauen. Ich schaue über den Körper hinweg. Ich schaue nicht mehr auf die Person. Ich sehe in allem nur das göttliche Licht. Und jetzt gehen wir zum Thema Sünde. Sünde ist Wahnsinn. Sünde ist das Mittel, durch das der Geist verrückt gemacht wird und Illusionen, also geträumte Bilder, den Platz der Wahrheit einnehmen zu lassen sucht. Sünde ist Wahnsinn. Sie ist das Mittel, durch das der Geist verrückt gemacht wird. Da der Geist verrückt ist, abgespalten ist von Gott, das träumt er, sieht er Illusionen, wo die Wahrheit, die Liebe, der Frieden sein sollte und wo die Wahrheit wirklich ist. Die Sünde, nochmal für die Klarheit, ist dein Eigenwille, dein gelebtes Ego-Denksystem. Sünde ist die Dualität. Hier sehe ich mich als Körper und dort sehe ich dich als Körper. Du hast eine andere Nationalität, du hast eine andere Hautfarbe, du hast eine andere Ausbildung, du hast ein anderes Geschlecht. Daher urteile und richte ich über dich. Ich maße mir an, ein Urteil über dich zu sprechen. Das ist Sünde. Es ist die Trennung, die gelebte Trennung, das Bewerten, das Urteilen und nicht zu begreifen, dass wir hier Milliarden von Fragmenten ein Geist sind. Denn wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Am Ende des Tages wünschen wir uns alle, geliebt zu sein, in Sicherheit zu sein, in Frieden leben zu dürfen. Und ich bin mir sicher, ich bin mir zu 100% sicher, dass auch im schlimmsten geträumten Körper die Sehnsucht nach Liebe ist. Unter tiefen, 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 dunklen Schichten, die dieser Körper träumt in dieser Inkarnation. Und deshalb ist hier auch kommuniziert, Sünde ist Wahnsinn.
Denn diese Dualität und dieses Ego-Denksystem, das Grenzen schafft, das Trennung schafft, das Mauern schafft. Und bitte schaut euch einfach mal wieder um in der Welt. Es war noch nie anders. Seit das Ego-Denksystem existiert, gibt es Kriege, gibt es Blutvergießen, gibt es Schlachten, gibt es Sieger und Verlierer, gibt es Täter und Opfer. Und wir dürfen einfach jetzt erkennen, dass wir uns verbinden wollen, dass wir uns connecten wollen, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns ausmacht, nämlich Liebe geben zu wollen, friedvoll sein zu wollen. Und das ist die Herausforderung an die Menschheit. Ich zitiere hier die Lektion 251. Ich brauche nichts als die Wahrheit. Nach vielen Dingen habe ich gesucht und fand Verzweiflung. Und jetzt fragen wir uns mal ganz kurz, was suchen denn die Menschen? Warum werden sie zu Tätern? Warum meinen sie, andere angreifen zu müssen? Warum töten Menschen, andere Körper? Aus Wut, aus Hass, aus Rache, Eifersucht, eigener Kleinheit und Minderwertigkeit. Und wenn wir sagen, Sünde ist Wahnsinn, dann ist jeder geträumte Körper in Trennung dem Wahnsinn nahe. Und wenn wir rübergehen zum zentralen Thema, Sünde ist das Mittel, durch das der Geist verrückt gemacht wird. Unser an sich friedvoller Geist, wir wollen helfen, wir wollen mitfühlen, wir wollen unterstützen, dann bekommen auch wir die Unterstützung, die wir brauchen. Das alles wird durch das Ego-Denksystem vereitelt. Und das Ego impliziert uns jetzt Illusionen und diese Illusionen nehmen den Platz unserer Wahrheit ein. Die Wahrheit, die Wirklichkeit ist die allumfassende Liebe, Gott in allem zu sehen, was lebt, die Wertschätzung für Tiere, für Wälder, für das Leben an sich. Und das Ego-Denksystem hat nur das eigene Großwerden, die Egozentrik, das egoistische Gebaren im Sinn. Und das nimmt jetzt den Platz der Wahrheit, der Wirklichkeit ein. Und da jetzt der Geist verrückt ist, sieht er nur noch Illusionen, die Dualität. Du bist anders, dich mag ich nicht, dich lehne ich ab, dich mag ich, dich liebe ich sogar. Die besonderen Beziehungen, die Illusionen, die Bewertungen, die Traumbilder von unseren Traumfiguren, die der gespaltene Geist jetzt auf unsere Kinoleinwand zaubert und wir halten sie für die Wirklichkeit. Die Sünde gab dem Körper Augen, denn was gibt es, dass die Sündenlosen sehen möchten. Die Sündenlosen, die Geister, die wissen, ich bin immer mit meiner Quelle, mit der Liebe, mit Gott verbunden, die haben keine Dualität, die leben keine Trennung, denn sie wissen ja, mein Geist träumt einen Körper, aber nur für einen glücklichen Traum. Ich sehe eine Welt der Liebe. Ich selbst bin hier, um Licht in diese Welt reinzugeben, wo so viel Dunkelheit herrscht. Ich möchte Mitgefühl, Empathie, ein Verständnis leben. Ein Sündenloser braucht die Wahrnehmung von Körper nicht, denn er sieht in allem nur die göttliche Liebe. Die Sünde gab dem Körper Augen, denn was gibt es, das die Sündenlosen sehen möchten?
Wozu bedürfen Sie der Anblicke oder Geräusche oder der Berührung? Was möchten Sie hören? Oder wonach möchten Sie greifen? Was möchten Sie denn überhaupt empfinden? Empfinden ist nicht erkennen. Und die Wahrheit kann nur mit Erkenntnis und mit sonst nichts erfüllt sein. Und wenn ihr euch erinnert, am Montag haben wir eine Satsang-Reise gemacht und da ging es darum, dass wir in die Erfahrung kommen, dass wir wissen, ich bin das Licht, ich bin die Ursache, ich bin der Geistesfrieden und ich darf mein Licht jetzt nach außen strahlen lassen. Und wir sind mit unserer Quelle verbunden und diese Quelle der Liebe und des Lichts leuchtet durch unseren Geist hindurch. Wir sind ein Lichtgeist und wir erhellen alles. Und das hat jetzt nichts mit irgendeiner Missionierung zu tun, sondern einfach, wir sind Licht, wir sind Frieden, wir sind Liebe. Ich bin einfach Liebe, fertig aus. Nichts kann mich angreifen, nichts kann mich verletzen, denn ich bin eins in Gottes Liebe. Absolute Sicherheit. Und da gehe ich nochmal rüber zur Lektion 251. Nach vielen Dingen habe ich gesucht und fand Verzweiflung. Was suchen wir denn? Die Sicherheit im Beruf, die Sicherheit in Liebesbeziehungen, die Sicherheit im Geld, die Sicherheit in der Altersvorsorge, die Sicherheit in der Wohnung, nachdem wir 5 Türschlösser dran haben und alles nochmal separat abgeschlossen ist und an den Fenstern Schlösser dran ist, dass ja nichts reinkommt zu uns. Die Sicherheit ist in deinem Geist, denn du kannst nur das erleben, was du dir denkst. Und da möchte ich auch noch mal eine Lektion zitieren. Nirgends auf der Welt bin ich in Gefahr. Ich bin sicher, wo auch immer ich bin, denn Gott ist mit mir dort. Ich brauche nur deinen Namen, Gott, anzurufen und du wirst mit deiner Sicherheit und deiner Liebe bei mir sein, denn wir sind eins. Was könnte ich fürchten? Woran könnte ich zweifeln oder nicht erkennen, dass ich leide, in Gefahr zu sein oder ein Unglück erfahren kann? Wenn ich doch dir, Gott, gehöre, ich bin geliebt, ich bin liebend, immer in der Sicherheit deiner göttlichen Umarmung. Was für wunderschöne Texte. Und wenn man sich mit diesen Lektionen beschäftigt, die jetzt sehr kurz sind, aber uns reflektieren, Sünde existiert nicht. Du wirst nicht angegriffen. Und wenn hier steht, diese simple Wahrheit, dass ich vollständig geheilt bin, ich bin heilig, ich bin ganz eins in Gott. Tja, dann mache ich dieser Verrücktheit ein Ende. Und hier steht weiter in unserem zentralen Thema. Der Körper ist das Instrument, das der Geist in seinen Mühen, sich selbst zu täuschen, machte. Der Geist begann zu träumen. Die kleine Wahnidee wurde die Wahrheit. Und jetzt wurde ein Körper erträumt, um einen Zaun zu gestalten, um Trennung und Dualität und den Eigenwillen, das Ego-Denksystem leben zu können. Der Körper
ist das Instrument, das der Geist in seinen Mühen, sich selbst zu täuschen, machte. Der Zweck des Körpers ist es, zu streben, mehr zu bekommen, schöner zu sein, sportlicher zu sein, jugendlicher zu sein, attraktiv zu sein, erfolgreich zu sein, über den anderen zu stehen. Doch wird sich das Ziel des Strebens immer wieder verändern. Kaum hast du das eine erreicht, willst du schon das nächste. Und nun dient der Körper einem anderen angestrebten Ziel. Wonach er jetzt sucht, wird durch das Ziel gewählt, das der Geist als Ersatz für das Ziel der Selbsttäuschung angenommen hat. Unser abgespaltener Geist, der träumt, er wäre jetzt getrennt von seiner göttlichen Quelle, er träumt sich diesem Körper eine Selbsttäuschung, ein Selbstkonzept, eine Idee von einer Person und projiziert jetzt all den Schmerz, die Schuldgefühle, ich habe mich von Gott getrennt, die Angst vor Strafe nach außen, in eine Welt, in Weltbilder. Die Wahrheit kann ebenso sein Ziel wie Lügen sein. Dem Geist bleibt etwas Großes, nämlich die göttliche Schöpferkraft. Und dieser abgespaltene Geist mit seinem Ego-Denksystem kann Illusionen erschaffen, die genauso wirklich sich anfühlen wie die göttliche Wahrheit, die Liebe, der Frieden, die Freude und das Glück. Und ab jetzt ist der abgespaltene Geist, der träumt, in einer eigenen Ego-Welt gebunden. Er sitzt in seiner dunklen Gefängniszelle. Er sieht Mord und Totschlag, er sieht Kriege, er sieht Mauern, er sieht Zäune und er nimmt sich in einer Welt als gefangen wahr, aus der er nicht mehr entrinnen kann. Aber in sich, wenn er die Augen schließt, und am Montag haben wir das gemacht, wenn wir diese kleine Türe, die noch einen Spalt weit offen ist, wenn wir die aufschieben und sagen, da geht's zum Licht, ich horche in stillem Schweigen. Da ist meine Quelle. Spüren wir sofort diese Verbindung, wie wir beginnen, uns auszudehnen, wie die Liebe durch uns fließt. Nach vielen Dingen habe ich gesucht und fand Verzweiflung, die Selbsttäuschung, die Illusionen. Mein Ziel waren Lügen. Jetzt suche ich nur nach einem Ziel. Denn in dem einen Ziel ist alles, was ich brauche. Und nur das, was ich brauche. Was brauchst du denn? Was brauchst du denn? Und jetzt geht's schon los. Was braucht dein Körper oder was brauchst du? Wenn du jetzt gleich Vergebung übst und dir sagst, ich bin Geist der Liebe, eins in Gott. Die Sicherheit ist in Gott. Das Licht ist in Gott. Der Frieden ist in Gott. Gott hat mir alles gegeben. Danke Gott. Ich habe alles, was ich brauche. Ich möchte nur geben. Ich möchte Licht geben. Ich möchte Frieden geben. Ich möchte Liebe geben. Quelle, Liebe. Quelle, Ego-Denksystem. Ich bin Körper. Ich bin getrennt.
Ich brauche Geld, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Job, ich brauche eine sichere Wohnung, ich möchte in einem sicheren Land leben, ich rege mich über die Politik auf, ich rege mich über meinen Nachbarn auf, ich rege mich über meine Partnerin, Partner auf. Ich bin mit mir nicht zufrieden, denn ich bin ja Körper, ich werde alt und ich sterbe. Quelle Ego-Denksystem. Du hast die Wahl. Was brauchst du? Wer bist du? Ich finde, das Spiel ist so faszinierend. Jetzt suche ich nur nach einem Ziel. Denn in dem einen ist alles, was ich brauche. Und nur das, was ich brauche. Alles, wonach ich vorher suchte, habe ich nicht gebraucht. Und nicht einmal gewollt. Es sind die Götzen. Wir brauchen so viel. Ach, was brauchen wir alles? Was braucht der Körper alles? Die Selbsttäuschung. Und dann werfen wir es wieder weg. Und dann war es doch nicht nötig. Schau dich um. Was ist alles da, was du nicht brauchst? Dieser ganze Plunder. Im Kleiderschrank. In der Küche. Im Keller. In der Garage, in deinem Auto. Was brauchst du? Und als ich begann, das zu leben, als ich begann, das zu begreifen und zu wissen, mein Geistesfrieden ist das, was ich brauche. Mein Geistesfrieden, mein Einssein mit der Quelle, das brauche ich und sonst brauche ich gar nichts. Denn alles andere kommt automatisch zu mir und ich muss nichts mehr anhäufen. Ich muss nicht vorsorgen für eine nicht existierende Zukunft, die nur aus meiner angstvollen Vergangenheit gespeist wird. Sünde hat sich aufgelöst. Ich bin Liebe, fertig aus. Keine Trennung, keine Dualität. Ein Geist, eine Liebe, eine Quelle. Wähle bitte immer wieder neu. Du hast die Wahl und du bist ein mächtiges Schöpferwesen. Mein einziges Bedürfnis habe ich nicht wahrgenommen. Jetzt aber sehe ich, dass ich nur die Wahrheit brauche. Ich brauche diesen Körper nicht. Ich bin die ewige Existenz. Ich bin das ewige Leben. Du auch. Wir alle. Wir sind ein Geist. Ich brauche keinen Körper. Bitte lass dich da mal reinfallen und frag dich wirklich mal, was bin ich denn? Welche Bedürfnisse habe ich denn wirklich? Und dann kommst du in diese Selbsttäuschung rein, diese Lügen, die uns das Ego-Denksystem hier vorgaukelt von Dualität und Trennung und Täuschung und Illusion auf unserer geträumten Kinoleinwand. Mein einziges Bedürfnis habe ich nicht wahrgenommen. Jetzt aber sehe ich, dass ich nur die Wahrheit und die Wahrheit ist die Liebe Gottes. Die Verbundenheit mit unserer Quelle, der Frieden Gottes und das ewige Licht Gottes. Licht, Leichtigkeit, Verbundensein, nichts trennt uns. Wir sind verbunden in unserer Sehnsucht nach der göttlichen Liebe. Wir sind die göttliche Liebe. Und dann beginnen wir auch wieder uns zuzuwenden und nicht voneinander abzuwenden. Dann schauen wir uns ins Gesicht und dann lächeln wir uns an. Und dann sehen wir die Dinge, die uns verbinden und nicht die Dinge, die uns trennen. Denn jedes Herz ist voller Liebe und jedes kleine Kind ist voller Liebe, das hierher kommt. Niemand wird als Terrorist geboren. Wir werden dazu gemacht auf unserer Kinoleinwand.
Darin sind alle Bedürfnisse befriedigt, endet alle Sehnsucht, sind alle Hoffnungen endlich erfüllt und Träume sind vergangen. Jetzt habe ich alles, was ich brauchen könnte. Jetzt habe ich alles, was ich wollen könnte. Und endlich bin ich jetzt in Frieden. Und für diesen Frieden, Gott, sagen wir Dank. Was wir uns selbst verweigert haben, das hast du uns zurückerstattet. Und nur das ist es, was wir wirklich wollen. Ein Geist in Frieden, in Liebe sein. Die Träume eines Verrückten sind beängstigend. Und die Sünde scheint tatsächlich in Angst und Schrecken zu versetzen. Ja, die Trennung, die Dualität, das Urteil, das uns voneinander teilt, unsere Verurteilungen, unsere Eigenwille, das Ego in uns, das ist wirklich verrückt und beängstigend und es scheint uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Tatsächlich. Und dennoch ist das, was die Sünde wahrnimmt, nur ein kindisches Spiel. Wir sagen dazu Schlachtfeld, Kindergarten, Sandkasten, wie auch immer. Der Sohn Gottes mag zwar spielen, dass er zu einem Körper wurde, zu einer Beute des Bösen und der Schuld, mit nur einem kleinen Leben, das im Tode endet. Doch all die Zeit leuchtet Gott die Liebe auf ihn und liebt ihn mit einer ewigen Liebe, die seine Vorspiegelungen überhaupt nicht ändern können. Mein Selbst ist heilig, jenseits aller Gedanken der Heiligkeit, die ich mir jetzt vorstellen kann. Du kannst dir deine Größe, du kannst dir die göttliche Liebe, den Frieden, das Licht gar nicht vorstellen. Wir sind so runtergedimmt durch das Ego-Denksystem, dass wir uns diese göttliche Schöpferkraft, die wir sind, das Einssein mit der göttlichen Liebe, überhaupt nicht vorstellen können. Seine schimmernde und vollkommene Reinheit ist weitaus strahlender als jedes Licht, auf das ich jemals schaute. Seine Liebe ist grenzenlos und von einer Intensität, die alle Dinge in der Ruhe stiller Gewissheit in sich birgt. Das ist deine wahre Identität. Seine Stärke kommt nicht von brennenden Impulsen, dieses brennende Ego, dieses peitschende Ego, dieses beschuldigende Ego, dieses angstvolle Ego, diese brennenden Impulse. Seine Stärke kommt nicht von brennenden Impulsen, die die Welt bewegen, sondern von der grenzenlosen Liebe Gottes selbst. Wie weit jenseits dieser Welt muss mein wahres Selbst sein und dennoch wie nah bei mir und wie nah bei Gott. Schließ einfach die Augen und sage deinem Heiligen Geist, bring mich zurück nach Hause. Hier ist nicht mein Zuhause. Ich bin nicht der Körper.
Ich bin nicht diese brennenden Impulse. Ich bin nicht die Schuld, ich bin nicht die Angst. Ich bin nicht die Gedanken. Ich bin eine Liebe, ein Geist in Gott. Wie lange willst du das Spiel der Sünde weiterführen? Wie lange möchtest du dich noch als Körper fühlen, als eine Idee einer Person mit einem Namen? Wie lange möchtest du Dualität noch leben? Wie lange möchtest du noch urteilen? Wie lange möchtest du deinen Eigenwillen noch leben, statt Gottes Willen Liebe zu sein, Frieden zu sein, das Licht der Welt zu sein? Wie lange willst du das Spiel der Sünde weiterführen? Und nochmal, hier gibt es keinen strafenden Gott. Wir haben nur über Liebe gesprochen. Das führt alle von Menschen gemachten Religionen ad absurdum. Ganz wichtig, wenn unsere religiöse Konditionierung, da ist der Gott und der sieht dich. Ich weiß nicht, wie es euch ging als kleine Kinder, aber vielen wurde ja mit diesem strafenden Gott, Gott sieht alles, was du tust. Nein, hier geht es überhaupt nicht um einen strafenden Gott. Gott wird uns nie strafen, weil Gott die reine Liebe ist. Liebe ist. Und Liebe hat kein Gegenteil. Es gab nicht mal einen Begriff für Frieden. Frieden ist, Liebe ist. Das Ego-Denksystem hat die Dualität, den Gegensatz erfunden. In Opfer und Täter. In richtig und falsch, in gut und schlecht. Und Gott hat das nie getan, weil Gott Liebe ist und auch nur Liebe sehen kann und auch nur Liebe erschaffen kann. Und du bist auch ein Geist der Liebe. Wie lange willst du das Spiel der Sünde weiterführen? Sollen wir dieses scharfkantige Kinderspielzeug, in Klammer Ego-Denksystem, nicht beiseite legen? Und dazu dient ja auch unsere Geistesschule. Wir trocknen, wir hungern das Ego aus. Wir brauchen kein Ego. Zu was brauchen wir ein Ego? Es ist die Zeit des Lichts. Und da wir alle Geist der Liebe sind, verbunden mit unserer Quelle, wozu brauchen wir bitteschön ein Ego? Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir die göttliche Liebe an erste Stelle setzen und nicht unsere Götzen, die wir jeden Tag anbeten, dann brauchen wir kein Ego-Denksystem, denn mein Geist birgt nur das, was ich mit Gott denke. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Ja, ich brauche kein scharfkantiges Kinderspielzeug mehr. Leg es beiseite. Es bringt dir keinen Nutzen, nur Schmerz und Schuld und Angst und Tod und Leid. Wie bald wirst du bereit sein, heimzukommen? Vielleicht heute? Es gibt keine Sünde. Die Schöpfung ist unverändert. Möchtest du die Rückkehr in den Himmel immer noch aufhalten? Und nochmal, der Himmel ist nicht da oben der blaue Himmel mit den Wölkchen und mit dem strafenden Gott da oben, sondern der Himmel ist in dir. Es ist dieses Ja, ich bin angekommen. Ja, ich bin Liebe. Ich bin mit meiner Quelle verbunden. Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Was denkst du? Liebevolle Gedanken? Oder richtende, urteilende Gedanken. Wer bist du? Geist der Liebe verbunden mit deiner Quelle? Oder ein ängstliches, ein schuldbehaftetes, sündiges, armes, kleines Würmchen, ein Körperwürmchen in einer dunklen Ego-Gefängniszelle? Wähle noch einmal. Wie lange? O heiliger Sohn Gottes, wie lange noch?
Und ich zitiere nochmal unsere Lektion 253. Es ist unmöglich, dass irgendetwas zu mir kommen könnte, was nicht von mir erbeten wurde, indem du deine Quelle wählst. Sogar in dieser geträumten Welt bin ich es, der mein Schicksal beherrscht. Wir dürfen also die volle Verantwortung übernehmen über das, was wir wählen. Was geschieht, ist das, wonach ich verlange. Was nicht geschieht, ist das, wovon ich nicht will, dass es geschehe. Das muss ich akzeptieren. Alles, was zu mir kommt, habe ich erbeten. Die Menschheit erschafft sich alles selbst. Und da natürlich die meisten Menschen sich noch im Ego-Denksystem befinden, in Krieg, Kampf, Schuld, Angst, Leid, Krankheit, Körper, Tod, sehen wir da draußen, was wir uns erschaffen. Wir bestimmen unser Schicksal selbst. Was geschieht, ist das, wonach du verlangst. Das ist hart und das ist klar und das bringt uns in die Selbstermächtigung. Wir sind nie Opfer der Umstände. Wir dürfen jetzt die Verantwortung übernehmen für unseren Geist. Abgespaltener Geist, der die Wahnidee, die Welt der Illusionen, der Schuld, der Angst, des Schmerzes lebt, oder der geheilte, der heilige Geist, der seinen abgespaltenen Anteil integriert zurücknimmt, aus dem Traum erwacht, es gab nie Sünde, es gab nie Dualität, es gab nie Trennung, wir sind Non-Dualität, Liebe ist, Frieden ist, und sich seiner Quelle wieder anvertraut. Das muss ich akzeptieren. Denn so werde ich an dieser Traumwelt vorbei zu meinen Schöpfungen geführt, den Kindern meines Willens im Himmel. Mein Selbst. Mein Selbst, das über das Universum herrscht, ist lediglich dein göttlicher Wille, Gott, dein Wille, in vollkommener Vereinigung mit meinem eigenen. Heute lassen wir keine Ego-Gedanken unsere Worte oder Taten lenken. Tauchen solche Gedanken auf, so treten wir still einen Schritt zurück und schauen sie an und dann lassen wir sie los. Und jetzt bitte ich dich, wenn du es nicht schon getan hast, schließe die Augen und ich möchte dir ein paar Gedanken noch mitgeben. Es gibt keinen Gedanken Gottes, der nicht mit dir geht, um dir zu helfen, jenen Augenblick zu erreichen und rasch, sicher und für immer über ihn hinauszugehen. Wenn deine Angst vor Gott vergangen ist, wenn deine Angst vor der Liebe vor dem Frieden vergangen ist, dann gibt es keine Hindernisse, die zwischen dir und Gottes heiligem Frieden noch bestehen bleiben. Heiße den Frieden in dir jetzt willkommen.
Das ist deine Befreiung. Deine Erlösung ist bereits geschehen. Und diese Zeilen, das weiß ich noch 2020, als bei mir alles zusammengebrochen ist, Beruf, alles, Job, alles, habe ich mir täglich immer wieder gesagt, es ist nur die Angst vor der Liebe. Es ist nur die Angst vor der Liebe. Ich darf Gott immer anrufen. Und durch seine Liebe werde ich von allen Illusionen erlöst. Ich trete von der Angst zurück und schreite zur Liebe. Es gibt keinen Gedanken Gottes, der nicht mit dir geht, um dir zu helfen. Gott ist in dir. Die Liebe ist in dir. Der Frieden ist in dir. Gott, du hast mir alles gegeben. Ich brauche nichts von der Welt da draußen. Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen. Ich vertraue der Stärke Gottes, der Liebe. Wie sieht's mit dir aus? Möchtest du noch dem Ego-Denksystem vertrauen? Oder sagst du auch, zwischen mir und Gottes heiligem Frieden besteht kein Hindernis mehr? Ich bin bereits erlöst und mit mir sind alle erlöst. Der Welt wurde bereits vergeben, denn alles ist nur ein Traum. Ihr Lieben, so viel zum Thema Sünde. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in das Thema Sünde bringen. Und ihr seht, es hat so gar nichts damit zu tun, mit dem, was man uns als Sünde verkauft hat. Wacht auf, es ist ein Aufwachen, ein Erleuchtetsein und einfach eine neue Wahl zu treffen. Alles geschieht in dir. Da draußen ist gar nichts. Alles geschieht in uns. So, Shankara, jetzt, oh ja, noch, du hast noch 10 Minuten. Ah ja, perfekt, hier ist er. Dann sollte das genügen. Dann übergebe ich jetzt an dich und ich freue mich auf deinen Abschluss unter mir. Alles klar.
für dich. Thank you very much. Danke, Es danke. war so schön und so Hoffe, es hat euch kraftvoll. gefallen. Aber super, du hast die ganze Sünde Es rausgeschmissen. war mit Impro heute. Es Mit war toll. Impro haben wir die Sünde vertrieben. Es war super. Und ich habe hier die Alright. Balkontür offen, habe laut Ah, mitgeschrien. toll, okay. Bin gespannt, wie meine Nachbarschaft das hier alles findet, aber das ist ja egal, das ist ja wurscht. Es war toll. Schön, dass du dabei Ja, gewesen bist. gerne, danke. Ganz, ganz toll. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch heute eine ruhige, eine gesegnete, eine gute Nacht. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bin gespannt, was ihr zum Thema Sünde sagt. Und wir werden auch am Sonntag das nochmal als zentrales Thema machen. Das ist ja gerade das aktuelle Thema. Und jetzt sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Namaste. Wir sind eine Liebe, wir sind ein Licht. Und das nehmen wir jetzt mit in die Nacht. Ganz, ganz lieben Dank. Danke an euch. Danke nochmal, Shankara, für das wunderschöne Lied, so kraftvoll und so schön. Und ja, gute Nacht.